So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Link's Awakening. Das letzte Mal haben wir den Weg gefunden in das Farbenlabyrinth, das der geheime Dungeon, der 9. Dungeon ist. Ich kenne ihn aus dem Game Boy Color schon. Aber, und wir haben für die Muscheln den Muscheldetektor erhalten. Auch sehr gut. Und wir haben die Ocarina geholt. Genau, das haben wir auch gemacht, richtig. Jetzt gucken wir mal, ob wir schon rein können. Ich bin gespannt. Dies hier ist das Labyrinth der Farbe und wir sind seine Hüter. Ohne Zauberpulver wirst du hier nicht weit kommen. Du musst nur etwas sagen, dann verkaufe ich dir welches. Nein, nein, wir haben. Gut, also Zauberpulver brauche ich. Und das ist, wie gesagt, das ist ein Farbdungeon. Also hier sind Farbrätsel an der Tagesordnung. Und deswegen gab es den auch nur erst im Game Boy Color. Der wurde sozusagen im Game Boy Color dann neu hinzugefügt. Was super cool ist. Und dass jetzt hier natürlich übernommen wurde, ist dann natürlich klar. Aber auch das super cool. So, gut, dann rüsten wir schon mal das Pulver aus, wenn wir es eh brauchen. Ah ja, ich brauche einen Schnabel. Haha. Gut, das sieht man, dass die kaputt ist, die Wand. Brauchen wir doch auch Bomben. Es kann natürlich sein, dass sie die Farbreste jetzt ein bisschen verändert haben. Ich bin da sehr gespannt tatsächlich. Sind das alles echte? Ich weiß gerade nicht. Es gibt ja auch diese Schleimrubin, aber nein, das sind echte, okay. Das ist einfach nur die Schatzkammer, die wir gefunden haben. Sehr gut. Und es geht über 1000 Rubine. Sehr gut. Das heißt, wir können uns jetzt problemlos. Ach, das ist so ein Ding. Aber wahrscheinlich alle blau. Wahrscheinlich habe ich es jetzt genau verkehrt rum gemacht. Ja, okay, alle blau. Oh, ich werde gleich. Ich werde an einem Rätsel werde ich so lange sitzen. An einem Rätsel werde ich so lange sitzen. Außer ich krieg's hin. So, jetzt müssen wir den erstmal wegmachen. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich hier mache. Oder musste ich hier noch gar nichts? Ich glaube, hier musste ich noch gar nichts machen. Wir gehen das mal weiter. Da musste man die alle... Wir gehen das mal weiter. Ah, ja. Die Kollegen. Man muss jeden in seine Farbe packen. So. Nice. Ich hoffe, ich komme mit den Herzen, die wir haben, da jetzt echt durch, weil das ist schon ein kniffliger Dungeon. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob ich zu bald hier bin. Wir gehen einfach mal so weit, wie wir kommen. Aber der hätte bestimmt zu dem hier was gesagt jetzt. Jedes Feld muss ein Viereck sein. Weil hier ist ja... Na egal. Wir gehen erstmal hier runter. So. Und die Musik ist auch großartig. Das ist nicht die normale Dungeon-Musik hier, sondern... Ja, man hört's ja. Nein, ich glaube, das ist einfach nur stylisch. Kein Rätsel. Ja. So, jetzt komme ich hier wieder zurück. Dann haben wir das hier auch geklärt. Und jetzt komme ich da oben rein. Aber wir gehen das mal hier hoch noch. Da ging es ja auch noch weiter. Ich auch einfach durch. Wir erledigen die aber trotzdem mal kurz. Oh ja. Jedes Feld muss ein Viereck. Ja. Blau. Passt. Gut. Haben wir schon zwei
kleine Schlüssel ein. Den können wir schon einsetzen, haben wir schon gesehen, wo die Tür dazu ist. Wir gehen aber mal weiter. Ja, hier ist dann der andere Schlüssel. Ich gehe erstmal hier rein. Miniboss. Unterschätze mich bloß nicht. Dein mickriges Schwert ist ein Witz. Oh, weia. Pulver. Aua. Schnell pulvern. Aua. Aua. Lieber so treffen. Pulver. Nochmal. Nice. Nochmal? Nee, lieber nicht nochmal. Okay. Huh. Das war knapp. Dings wäre schon wieder tot. So. Und wir bekommen... Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas bekommen wir. Achso, den goldenen Schlüssel. Ha, ja gut, das ergibt Sinn. Rosenschlüssel. Gut, genau, das war der Zwischenboss. Aber ich meine, da kommt noch ein Rätsel, was mich ziemlich frustriert hat damals. Aber vielleicht habe ich es auch schon geschafft und weiß es noch nicht mehr. Das war einfach als Kind für mich zu doof. Oh, tschüss. Aber wir haben ja auch noch einige Räume vor uns, ne? So ist es nicht. Ich glaube, das kommt alles noch. Ich weiß es nicht mehr. Wir werden sehen. Ach Gott. Was bist du denn? Gieriger Narre, du willst mehr Stärke? Ein Tölpel wie du sollte aufgeben und zurück nach Hause gehen. Das sieht irgendwie aus, als ob er mit Bomben gefüttert werden. Oh mein Gott. Ja, einfach hauen ist schon mal nicht drin. Doch, einfach hauen ist drin. Okay. Also hin- und ausweichen. Ja, super. Au. Au. Oh Gott, da war ein Stachel. Nicht gut. Ah, aber wir haben den Balsam noch. Ei. Ja, ein Schlag hat gefehlt. Ah, schlecht. Schlechter Kampf. Vielleicht wäre es mit Bomben schneller gegangen, ich weiß es nicht. Uff. Aber ich stelle mich ganz schön an. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir lieber erstmal Balsam wiederholen sollte. Wäre ja gleich hier in der Nähe, ne? Wenn wir ehrlich sind. Ach Gott. Wir gehen erstmal hier hoch. Nice. Ja, die Karte fehlt noch, genau. Und hier drüben ist einfach nur ein Raum, ne? Genau, dann machen wir das jetzt schnell mal. Ja, das ist klar. Das ist der falsche. Na, nicht so hinwerfen. Du Nuss. So, der ist weg. Der ist weg. Oder noch nicht ganz. Jetzt ist er weg. Ach, ernsthaft. Ach, ernsthaft. So, der ist weg. Und der ist auch weg. Eieieiei. So. Aber ich bin trotzdem... Ich würde mir gerne Balsam holen. Ich möchte nicht Game Over gehen. Ich habe schon mal erklärt, warum. Ich glaube, ich kann hier nichts mehr machen, oder? Nee. Wir gehen nochmal raus. Wir gehen auf Nummer sicher.
Ich hoffe, ich muss da nicht nochmal besiegen. Das wäre blöd. Glaube aber nicht. Oder hast du Balsam? Zufällig? Nee. Pulver haben wir genug. Haben wir ja festgestellt, dass wir genug Pulver haben. Beziehungsweise den Kollegen mit dem Pulver haben wir ja schon erledigt. So. Und wenn wir das Balsam schon hier in der Nähe haben, dann kann man das auch. Ach, warte mal. Das sehe ich ja jetzt erst. Hier ist ein Teleporter drin. Wie löse ich den denn aus? Hä? Kann ich ihn aufbuddeln? Hä? Mit dem Teleporter hier drin hätte ich gerne, aber wie kriege ich den denn? Hä? Oder ist da keiner? Doch, da ist doch so ein Dings. Aber andererseits, der andere ist doch gleich da oben. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, hier oben ist doch gleich der andere. Nee, dann ist da kein Teleporter. Da ist irgendwas anderes drin. Ah, ich könnte aber meine Bombe probieren. Was anderes habe ich gerade nicht zur Verfügung. Okay, dann halt nicht. So, gib mir neues Balsam. Wird es jetzt teurer? Das ist die Frage. Ja. Es wird jedes Mal teurer. Alles klar. Ergibt halt auch Sinn, habe ich ja schon gesagt. Habe ich schon erwartet. Alles klar, Balsam wird immer teurer. Umso wichtiger also tatsächlich die Rubine in diesem Spiel. Hoffe ich, dass ich nicht mehr allzu oft nochmal Balsam nachkaufen muss. Aber ich werde immer mir Balsam holen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Damit wir kein Game Over bekommen. Und wenn wir ein Game Over bekommen, muss ich halt zurücksetzen. Habe ich ja vorhin gemacht. So, ich hoffe, die Bosse sind jetzt schon erledigt. Gut. Dann sollten wir das doch mit einem Balsam. Was auch immer kommt, ich weiß es nicht mehr so genau. So, Entschuldigung. Ach ja. So. Natürlich alles blau. Mal gucken. Ich glaube, das war das, wo ich als Kind recht lang gesessen habe. So. Man denkt immer fast, man hat es und dann macht man plötzlich Quatsch. Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir wieder hier. So. Und jetzt noch den. Und jetzt noch den. Und dann nochmal den. Jetzt haben wir das hier rüber gesetzt. Ah. Sind alles schöne Muster, aber ich bin noch zu blöd. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Keine Panik. Jetzt haben wir es. Sag ich doch. So, da haben wir den Schlüssel, den brauchen wir auch. Ja, hier ist nochmal eine Fee, klar, aber... Die halten mich ja nur, insofern ist mir gerade nichts. Okay. Ja, Bossraum würde ich sagen, ne? Auf geht's. Also gut, vor Bossraum, aber da ist jetzt nichts mehr Schwieriges. Warum das jetzt hier da ist, weiß ich übrigens auch gerade nicht. Wofür war das denn jetzt? Naja. So.
Hoffentlich haut's hin. Alles gut, mir kann nichts passieren. Roma-Qualle. So, wie ging die? Wie ging die? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube nicht, dass ich das Pulver brauche, aber ich rüste es mal aus. Ich glaube, den haut man einfach nur. Ja, ja, das war wieder zu langsam. Klar. Genau, man muss den öfter hauen. Bis er, glaube ich, rot geworden ist. Jetzt hat er irgendwas gesagt. Ah! Ah! Ja, dann setzt er sich immer wieder zurück mit der Farbe. Richtig, so war das. Aua! Nice! Das ist jetzt genau richtig. Komm schon! Nice! Eieieiei! Aber auch das wieder ohne... Im Heldenmodus wäre ich schon längst wieder tot. Sehr gut. So. Bekommen wir also endlich unsere Belohnung. Sei gegrüßt, Link. Unglaublich, dass du es bis hierher geschafft hast. Ich verleihe dir die Macht der Farbe. Für den Angriff wähle Rot, für die Verteidigung wähle Blau. Möchtest du wirklich das rote Gewand? Ich verleihe dir nun die Macht der Farbe. Schließe deine Augen. Ja, wir können das rote Gewand wählen für mehr Angriff oder das blaue Gewand für mehr Verteidigung. Ich bin natürlich rot, allein schon, weil rot auch cooler aussieht. Man kann hier aber, glaube ich, jederzeit wechseln. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, man kann wechseln, ich bin mir nicht sicher. Wir können schon mal kurz gucken. Na, ich habe jetzt ja hier extra den Teleporter bekommen. Und ich glaube, ich kann jederzeit sagen, ich möchte eine andere Farbe haben. Ja, willst du keinen Vorteil, wähle grün. Hä? Ja. Gut. Wir sind jetzt stärker geworden. Ich glaube, es ist einfach verdoppelt oder so, der Angriff. Oh, habe ich den gerade weit weggeschleudert, meine lieber Scholli. Okay, wir hauen die auch noch weiter weg, die Gegner. Das war mir neu. Wusch. Sehr schön. Okay. Prima. Haben wir das geklärt. Ja, na, die habe ich vorhin mit zwei Schlägen schlagen müssen. Jetzt reicht ein Schlag aus. Wunderbar. Dann. Eieiei. Sind wir tatsächlich... Tatsächlich mit dem Farbdungeon durch. Hätte nicht gedacht, dass man so schnell dahin. Ernsthaft? Der geht gerade voll ab. Der Dings. Hier oder was? Die da oben habe ich doch. Hier reagiert er nicht mehr. Ja, jetzt reagiert er gar nicht mehr. Da reagiert er wieder. Ja, aber hier habe ich doch gebuddelt. Hä? Da unten, oder was? Den Baum. Oh mein Gott, ist der Detektor gut. Er wäre nie drauf gekommen. Oi. Gut, dass wir den haben. So, wie viele Rubine haben wir? Perfekt. Holen wir uns noch Pfeil und Bogen. Dann haben wir einen super erfolgreichen Party hinter uns.
gerade voll erschrocken, als der Detektor losgeht. Aber das ist ja großartig. Okay. Sowas gab es im Original auch wieder nicht. Da musste man das Zeug suchen, ne? Oder gab es den da? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, dass es den gab. Oh, es hatte auch einen Stein. Okay. So, aber erstmal Pfeil und Bogen. Let's go. Wie viel kostet der? Ja, genau. Alles klar, zum Glück sind die nicht relevant. Erstmal. Gut. Aber wenn wir eh schon hier sind. Wuseln wir mal kurz hier runter. Okay. Gut. Also das mal 20 Minuten. Haben wir noch Zeit. War der so kurz, der Dungeon? Ja, cool. Ich hatte das länger in Erinnerung und problematischer. Aber Kindheitserinnerung halt, ne? Alles nur Kindheitserinnerung. So. Ja gut, aber das heißt, ich muss nie mehr versuchen zu buddeln, sondern ab dem zweiten Muschelding kriegt man das dann hingewiesen. Man kann es natürlich ausschalten, wenn es einem zu lame ist. Aber das ist es mir garantiert nicht. Sehr gut. Bin ich ja voll Fan von. Okay, waren wir da oben in der Höhle schon drin? Da war die Fee, ne? Ich glaube, da war die Fee. Aber ich sehe was, ich sehe was, ich sehe was. Also ja, da war die Fee, aber ich sehe was. Achtung. Ach nee, da will den Stock. Hier geht's weiter. Ein schöner Stock, den du da hast. Leistet mir mal kurz. Klar. Plop. Oh nein. Renn um dein Leben, Tarin. Oder wie du heißt. Ich habe deinen Namen vergessen. Ich glaube, es war Tarin. So, und wir bekommen die Honigwabe. Yay. Tja. Wo die hingehört, weiß ich gerade. Alter. Wo? Wo ist denn hier? Muss ich hier wieder buddeln? Oder da oben? Da. Da. Unter dem, genau, deswegen sprengt man das Ding weg. Unter dem Ding. Ja, 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 ja. Oh, ich liebe den Detektor. Großartig. Sehr gut, dass wir den jetzt haben. Okay. Müsste ich ja fast... Nee, aber jetzt brauche ich das, den Quatsch da oben nicht ablaufen. Wir kommen hier eh öfter noch wieder zurück. Alles gut. Hier ist bestimmt auch irgendwo einer. Ja, okay, alles klar. Dann werde ich jetzt mal ordentlich buddeln. Hier hätte ich jetzt aber nicht angefangen zu buddeln, wenn ich mir das nichts gesagt hätte, weil... Das ist mir dann doch ein bisschen zu... Als hier auf Verdacht zu buddeln, ne? Ja, okay, wir machen erstmal die Viecher weg. So. Irgendwo hier. Ich habe ja schon mal vorhin irgendwann hier gebuddelt, ne? Aber da habe ich es doch noch nicht gefunden. Aber hier regiert er auch schon gar nicht mehr. Ich muss irgendwo... Da fängt er an zu reagieren. Irgendwo in der Ecke sein. Oh, mach dich halt weg, Kollege. Oder reagiert er auch hier aus? Nee, ne, hier aus. Doch, hier reagiert er auch. Ach, hier, ich sehe den Stein. Oh mein Gott, bin ich doof. Ich habe den Stein nicht gesehen. Ai. Okay, ohne Detektor will ich die Dinger niemals haben. So, da ist die Treppe, da müssen wir rein. LOL. Großes LOL. So.
halt. Ist hier was zum Sprengen? Nein, okay. Ja, und hier käme man jetzt natürlich nicht durch, wenn man nicht die Pegasus-Stiefel hätte. Entsprechend geht's hier jetzt eben weiter. Kuckuck. Zwei Schreine. Einer im Norden von hier, der andere im Süden. Geh erst nach Süden, wo die alten Ruinen vom Windfisch erzählen. Die Reise lohnt sich bestimmt. Ja, dann gehen wir erstmal hier nach Norden. Einfach um schon mal zu gucken, vielleicht schon mal einen Dings zu finden. Einen Teleporter. Könnte man nämlich denken, dass da sowas ist. Achso, das ist Süden, ne? Wollte ich jetzt noch gar nicht. Oh, ich kann die also auch abwerfen. Cool. Öffne der Windfisch nicht die Augen, bleibt der Held auf dieser Insel. Das war aber jetzt deprimierend. Ach, da kommen Feen raus. Ah, das ist auch cool zu wissen. Wollte ich gerade sagen, an sich hat er jetzt ja kein Dings reagiert. Aber hier ist bestimmt irgendwo eine. Ja. Aber worauf reagiert er jetzt? Vielleicht auf den Stein in der Ecke. Auf den Stein hier bestimmt. Ja. Nice. Was? Glaube ich nicht. Aber wir gehen mal da noch rüber. Mit hier geht's gar nicht weiter. Man muss das irgendwann nochmal machen, weil ich glaube nicht, dass ich hier einen Teleporter bekomme. Wirkt gerade nicht so. Nee. Aber ich kann hier sprengen. Das heißt, was immer da ist, können wir schon mal gucken. Ach so, eine Heilungsfee. Alles klar. Die ist jetzt nicht so relevant. Aber wenn man Flaschen haben, könnte man halt so eine Quelle aufsuchen und da sich eine Fee holen. Moment, kann ich hier? Kann ich nicht, ne? Das ist tiefes Wasser. Ja, das ist tiefes Wasser. Dafür muss ich schwimmen können. Ist hier noch was? Aber dann hätte er reagiert, oder? Ja, da hätte er reagiert. Gut. Gehen wir wieder raus. Darunter will ich jetzt eigentlich noch nicht. Der Schrein da unten, das ist. Ich glaube, der sechste Dungeon, also da sind wir noch lange nicht. Da habe ich schon wieder gespoilert, es tut mir leid. Ach, mein Gott. Herzteil. Aua! Lass das. Halt, wir gehen das mal außen rum. Oh, ich habe gerade kurz auf die Aufnahme geguckt. Ah. So viel dazu. So, hier ist jedenfalls das Zoodorf. Wo wir ja hin sollen. Husch. Geht aber erstmal hier unten rum. Aua! Wo will ich denn damit hin? Aua. Oh, die geht kaputt. Ja. Unterbrücken Geheimnisse lange leben. Ah, das könnte jetzt. Ha. Ich buddel mal kurz, aber ich glaube, damit ist tatsächlich die Brücke gemeint. Da komme ich jetzt aber noch nicht hin. Au.
Wir trotzdem mal gucken, ob hier oben nicht auch noch... Aha, ha, 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 ha. Sehr schön. Da drüben übrigens... Dungeon. Die sind echt hier alle, ne? Das ist eine richtig coole Welt, so. Man kommt schon fast immer überall hin, aber man kann halt noch nichts damit anfangen. Das ist schon echt cool. So, da ist die Box wieder, aber ich weiß nicht, was ich mit der will. Da ist noch eine. Wir werden mal sehen. Irgendwann wird sich das sicherlich lösen. Aber dann geht's das nächste Mal ins Möwendorf. Ins Zoodorf. Und ihr seht schon, da ist einiges erstmal zu erkunden. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.